Der Bruder sagt, wenn jemand neu im Islam ist, nimmt den Islam neu an. Und da spricht man nicht richtig Arabisch. Da spricht die Buchstabe nicht auch richtig. Und wenn man jetzt langsam lernt, zum Beispiel Al-Fatiha oder lernt Koran und man spricht das nicht so richtig, ist das Gebet trotzdem gültig? Natürlich ist es gültig. Sagt man ja, aber er lehrt uns immer bei, wenn Fatiha nicht richtig ist, dann ist das Gebet nicht richtig. Und jetzt sagst du auf einmal, das ist richtig. Natürlich, es gibt Unterschied zwischen einer Person, die das kann und die weiß, und einer Person, die das nicht kann und nicht weiß. Überleg dir, jemand kann die Buchstabe zum Beispiel H nicht aussprechen. Dann sagt er Alhamdu. Oder der kann zum Beispiel Ra nicht aussprechen. Oder kann bestimmte Buchstaben nicht aussprechen. Kannst du nicht sagen, dein Gebet ist ungültig. Aber wenn jemand das alles richtig sprechen kann und aussprechen kann, man hat gelernt und man macht den Fehler, dann könnte das Gebet ungültig sein. Deshalb, das Gebet ist gültig, aber man sollte versuchen, sich zu bessern und besser zu lernen. Wallahu ta'ala ala wa alam.